Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja in meinem letzten Video versprochen, die Frisur, die ich in dem Video getragen habe, für euch einmal, ich sag mal, nachzumachen oder euch zu zeigen, wie das funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an, damit das Video nicht allzu lange wird. Erstmal die Haare gut durchkämmen, das habe ich schon vorweg gemacht. Und wir flechten dann auch einfach nochmal. Falls das mit dem Flechten bei euch nicht so funktioniert, hatte ich euch in meinen Favoriten euch dieses Produkt einmal gezeigt. Dann, das ist einmal Got2be Schmusekatze Antifrizz. Damit, wenn man das in die Haare gegeben hat, kann man danach auch sehr gut die Haare flechten. So, das reicht schon mal für eine komplette Seite. Das gebe ich dann einfach so ein bisschen mit in die Haare. Anschließend kämme ich das Ganze noch mal einmal kurz durch, damit das sich noch mal ganz gut verteilt. Brauchen wir noch einen Stielkamm, denn ich muss die vordere Partie Haare, ich muss gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe jetzt hier keinen Spiegel. Muss ich einmal abtrennen. Das reicht schon. So eine kleine, das ist so ungefähr der Pony. Das drehe ich einmal und dann brauche ich einmal so einen Clipper. Wir flechten einen holländischen Zopf. Dazu nehmen wir so eine kleine Partie Haare. Die teilen wir in drei Strähnen. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Dann bei einem holländischen Zopf ist es wichtig, dass man nicht über drüber geht, sondern unter die Haare her. So, so, so. Dann mache ich nochmal eine Runde. Und jetzt kommt der Trick dabei. Jetzt nehmen wir hier ein paar Haare dazu. So. So. Und auf der anderen Seite machen wir das nicht. Wiederhole ich halt, bis dass ich ungefähr hier unter meinem Ohr angekommen bin, bis hierhin. So. So, und da ich diesen Clipper im Moment für diese Partie nicht mehr brauche, verwende ich die einfach jetzt hierfür. Dann klippe ich das einmal hier fest, damit das nicht wieder aufgeht. Und das Ganze machen wir auch an der Seite, nur da machen wir keine Partie Haare raus, sondern wir benutzen die komplette Seite. Dann nehmen wir auch wieder ungefähr so eine Partie Haare und teilen die wieder in drei gleiche Strähnen. Und dann gehen wir wieder unten her. So, wiederhole ich das Ganze nochmal. So, und dann nehmen wir wieder Haare dazu und auf der anderen Seite nicht. So. Und das Ganze mache ich so lange, bis es ich fast an der anderen Strähne angekommen bin. So. Genau. So sieht das Ganze aus. Dann nehme ich hier vorne den Clipper weg. Und dann binde ich das einmal zusammen. Da brauchen wir einmal ein Haargummi. Und was ich mache, ich
Ich mache das nur nicht ganz richtig fest. Das heißt, das Haargummi mache ich nur zweimal ums Haar, dass das so ein bisschen noch locker ist. Bevor wir jetzt uns um diese Strähne hier kümmern, lockere ich die ganzen geflochtenen Teile hier einmal ein bisschen auf, dass er so ein bisschen voluminöser wird. Dazu mache ich das ganz einfach. Ich gehe immer von unten nach oben. Das gleiche mache ich auf dieser Seite auch. Dann brauchen wir nochmal einmal einen Kamm. Dann kämme ich die Strähnen hier nochmal gut durch. Und dann gibt es einen Trick dabei. Und zwar brauchen wir, um diese Strähne zu befestigen, nicht einen einzigen Bobbypin. Das ist immer ganz gut. So braucht man halt die Bobbypins auch nicht verstecken. Wir brauchen lediglich ein Topsy-Tail, nennt sich das. Das ist so ein rundes Teil. Das kriegt man in jeder Drogerie oder kann man auch bei Amazon bestellen. Ich verlinke euch unten mal eins in die Infobox. Dann könnt ihr dort mal reinschauen, ob euch sowas zusagt. Meistens sind diese Sachen, ich hoffe man sieht das, immer in so Sets und sowas, da sind dann meistens noch mehr Sachen dabei. So, und dieses Topsy-Tail stecke ich hier unter diesen Zopf. Seht ihr das? Hier drunter. So, dass das hier unten durchguckt. Dann nehme ich die Strähne, kämme die so ein bisschen nach oben. Und dann nehme ich diese Strähne und stecke die hier durch diese Schlaufe vom Topsy-Tail. So. Und dieses Topsy-Tail ziehe ich dann hier durch diesen Zopf durch. So. So, dass sowas hier entsteht. Dann kann man das hier so ein bisschen auflockern. Das kann man auch später noch machen. Dann stecke ich das Topsy-Tail wieder hier durch den Zopf. Aber diesmal von unten nach oben. So, dass das jetzt hier durchguckt. Dann nehme ich die Strähne wieder in die Schlaufe und ziehe es ganz einfach durch. So. Das Ganze wiederhole ich dann nochmal. So. Ich ziehe das nochmal einmal hier durch. Da ist es. Genau. So. Und dann nochmal einmal von unten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon kein Haarvideo mehr hochgeladen habe. Boah, ich muss mal das letzte raussuchen. So, und dann ist hier noch so ein Zipfel. Guckt hier noch raus. Das mache ich einen ganz einfachen Trick, deswegen habe ich das Gummi noch nicht ganz so fest in dem Haar reingemacht. Und zwar stecke ich das Topsy-Tail unter den Haargummi durch. So. Und dann nehme ich die Strähne in die Schlaufe wieder rein. Und dann ziehe ich die Schlaufe in das Haargummi rein. Seht ihr das? Das ist ein bisschen... So. So sieht das aus. Und dann erst tue ich das Haargummi noch mal einmal hier durchwickeln, so dass es halt ein bisschen fester ist und nicht so ganz so locker. So. So. Flechte ich jetzt auch noch mal. Ihr könnt das so machen, wie ihr möchtet. Ich möchte einen viersträhnigen Zopf flechten. Das ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein bisschen schwieriger. Also ich teile den Zopf einmal in zwei Hälften. Dann teile ich die Strähnen, die nochmal in die Hälfte durch. So, dass ich dann halt vier Strähnen habe. Ja. Wenn man sie nicht verliert, dann kann man auch vier Strähnen behalten. So. Dann mache ich das immer ganz gut so, dass ich die ersten zwei Strähnen überkreuze und die anderen Strähnen, da gehe ich nicht drüber, sondern unter. Und dann kreuze ich die in der Mitte und dann wieder. Ja.
kann das ganz gut erkennen. Jetzt bin ich bis hierhin angekommen, das reicht auch. Und dann kommt das zweite Haargummi ins Spiel. So, und dann zupfe ich das so ein bisschen auf. So. Das ist eigentlich alles, was man dafür nur machen darf oder möchte. Und ich mag diese Frisur sehr, sehr gerne, denn da passt auch mal eine Mütze drauf oder sonstiges und es macht echt was her. Und ach ja, wir öffnen noch das erste Türchen. Und zwar ist hier im Hintergrund mein Adventskalender. Und das erste Türchen befindet sich hier oben. Meine ersten Türchen von meinem Baby Adventskalender hat sich ein Baby Lipstick befunden. Das ist dieses Schätzchen hier. Der ist auch so hibbelig, bevor man das erste Türchen öffnen darf. Hier, ich gehöre definitiv dazu. Ja, da würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.